Hallo und herzlich willkommen. Zu später Stunde geht es weiter mit dem fünften Teil von Honigmond von Gabriel Barilli. Werden wir aufwachen? Fragte ich und wollte den Satz sofort wieder in meinen Mund zurückstopfen. Wozu diese ängstliche Frage? Warum überhaupt irgendeine Frage? Wozu dieses Sicherheitsdenken? Mein Gott! War es denn nicht genug, dass dieser Mann hier neben mir saß und dasselbe Frühstück bestellte wie ich, ohne zu fragen, welchen Honig ich auf den Kabeljau eigentlich nahm? Immer diese verdammte Sehnsucht nach Sicherheit und Ewigkeit, dachte ich. Das ist doch wirklich das ABC, dass man das sein lassen sollte. Man zupft ja auch nicht jeden Tag an einer kleinen Zwiebel herum, die man eben gepflanzt hat, um zu schauen, wie es den Wurzeln geht. Oh, diese Sehnsucht nach Ewigkeit. Was soll man denn machen? Wie soll man sie sein lassen? Es ist doch logisch, dass man nach einem langen Winter in der Sonne liegen möchte. Am liebsten 12 Stunden am Tag und das für den Rest des Jahres. Jeder Zentimeter dehnt sich schmelzend aus nach der Entbehrung der Eisgrotten, die mit Anfang Mai hinter einem liegen und schon nach 3 Minuten direkter Sonneneinstrahlung bildet der Körper Glückshormone. Das ist bewiesen, wissenschaftlich bewiesen. Und da kommt dann irgendjemand daher und sagt: 35 Minuten Sonne sind genug, ab in den Schatten. Das geht doch nicht. Nein, das geht einfach nicht. Also bleibt man liegen und schlürft das Glückshormon, bis man in der Nacht nicht weiß, wie man liegen soll. So rot ist die Haut geworden, bei den australischen Bedingungen, die heute ja schon planetenweit gelten. Ich will nicht. Ich will ihn nicht wieder hergeben, diesen eigenartigen fremden Mann, der da plötzlich wie die Frühlingssonne in den Winter meines Missvergnügens hereingeplatzt ist. Ich will nicht nach 35 Minuten wieder in den Schatten. Ich will ihn ansehen und spüren und küssen und bumsen, bis ich verkohlt bin wie das Steppengras in der Kalahari Ende August. Ich will nicht vernünftig sein und es erst einmal abwarten und vorsichtig sein und distanziert mit den Realitäten umgehen, die da heißen: Ich weiß nicht einmal, womit er sein Geld verdient. Wieso trägt er solche Hosen und kann sich ein solches Hotel leisten? Ist er ein Mafiajäger in Tarnung oder ein Drogenhändler, der sich als Mafiajäger in Tarnung tarnt? Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Wie hat Marlon Brando so schön gesagt im letzten Tango: Keine persönlichen Geschichten, keine Fragen, keine Vergangenheit und keine Zukunft. Oder so ähnlich. Ein toller Film war das. Mein Gott, der Moment, in dem er zu ihr sa gesagt hat: Hol mir die Butter. Fantastisch. Sitzt doch tatsächlich ruhig und marlonhaft da und raunt: Hol mir die Butter. Sie holt ihm die Butter und er legt sie auf den Bauch, zieht ihr die Hose runter und schmiert ihr genüsslich ein Stück Butter in den Po und bumst sie und das alles in der Totale. Herrlich war das. Dieser Hintern von ihm, der sich immer so zusammengezogen hat bei jedem Stoß, bei jedem weichen Stoß natürlich, weil in den Po hinein tut es schon weh, wenn man nicht vorsichtig ist. Und nein, nein, hat Maria auch dauernd gerufen und mit den Händen auf den Boden getrommelt. Marlon, aber war das völlig egal. Tief grunzend wie ein alter Bär, wie ein altes Wildschwein, wie ein alter Seelöwe hat er sich auf sie draufgelegt und seinen Schwanz in ihren Po gesteckt, den er zuvor mit der Butter eingefettet hat. Der Mann wusste, was er tat. Und dann, wie es ihm gekommen ist, sagenhaft. Langgezogen stöhnend und mit vor Ekstase zitterndem Hintern hat er sie vollgemacht. Und sie hat noch ein paar Mal nein, nein, nein geschrien und dann doch auch gestöhnt und sich dann selbstverständlich ganz schnell ganz weit von ihm und seinem hunkelnden Schwanz weggerollt. Ein Tier eben, dieser Brando. Ein richtiger Unmensch, eine Bestie. Und das mit der Butter. Ich meine, im Film ist ja alles möglich, auch das Unmögliche. Denn man stelle sich vor, sie holt ja diese Butter auf seinen Wunsch hin aus dem Kühlschrank, nicht? Muss ich weiterdenken? Die ist ja kalt, diese Butter. Und er nimmt so ein Stück von der kalten Butter und gut, man kann sagen, er hat sie eben in seinen gierigen Händen in 2 Sekunden zum Schmelzen gebracht. Die 2 Sekunden vom Hingreifen in die Butter bis zu ihrem Po. Aber na gut, das ist eben Film. In Wirklichkeit ist es viel besser, man nimmt eine dicke Hautcreme oder Milch. Ein Mittelding zwischen Hautcreme und Hautmilch. So ganz weich und cremig. Und dann muss man sich auch. Viel mehr Zeit lassen als die beiden im letzten Tango.
Viel mehr Zeit, weil so ein steifer Schwanz ist ja ein großes Ding. Ich meine, verglichen mit so einem zarten kleinen Popo. Und ganz, ganz langsam muss er ihn hineinstecken und immer wieder warten. Und man muss ausatmen und sich entspannen und immer noch Creme dazu schmieren, damit alles schön weich und glitschig ist und so. Und am besten ist es, wenn man leicht angetrunken ist. Prost. Wo war ich doch gleich? Dann entspannt man leichter. Und er ist dann auch nicht so hart vom Alkohol. Auf jeden Fall ist das Ganze nur mit der Überschrift langsam zu genießen. Und so wie Marlon das gemacht hat, geht es wirklich nicht im wirklichen Leben. Aber gut, Film ist Film. Und wieso steht plötzlich das Frühstück vor mir? Und wieso hat da jemand meinen Toast mit Butter bestrichen, die jetzt ganz langsam zu schmelzen beginnt? Und was ist überhaupt los mit der Zeit? Sorry, ich sollte keinen Wein trinken, wenn ich lese. Wo war ich doch gleich? Bei der Butter? Was ist überhaupt los mit der Zeit und der Wirklichkeit und allem? Und da, Liebste, bevor du aus deinen Träumen aufsteigst, wird der Toast kalt und die Butter kann nicht mehr schmelzen, sagte er und legte das Messer auf den Tellerrand. Danke, sagte ich automatisch und sah auf den Tisch. Da war es, mein Lieblingsfrühstück. Besser gesagt, da war es zweimal. Vier Scheiben Toast in einem Körbchen und in eine weiße Stoffserviette eingeschlagen, damit er so lange wie möglich warm bleibt. Ein kleines Gläschen voller Butterscheiben, die auf Eiswürfeln lagen und aussahen wie Kinderblumen. Die haben so ein seltsames altmodisches Gerät in der Küche, mit dem sie aus der Butter so nette blumenförmige Gebilde herausschälen. Also die Butter war auf dem Eis wie immer. Ein zweites kleines Schälchen war mit Honig gefüllt und ein drittes mit dunkelblau-roter Brombeermarmelade. Daneben war ein Kännchen mit schwarzem Kaffee, begleitet von einem Babykännchen voll mit heißer Milch, auf der eine 1,5 Zentimeter dicke Schaumschicht lag. Eine Silberschale, in der eine Grapefruit-große Glasschale lag, hielt zwei Eier im Glas beisammen. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wurde das Ganze begleitet von einem kleinen Ständer mit Salz und Pfeffer und Zucker. So stand es wie immer vor mir. Aber heute stand es zweimal da. Und jemand hatte meinen Toast gebuttert, ohne dass ich danach fragen musste. Ich will nicht aufwachen, sagte ich und ertappte mich dabei, wie ich kopfschüttelnd auf meinen Toast blickte, auf dem die Butterblumen schon fast zur Gänze geschmolzen waren. Gut, dann träumen wir weiter, sagte er und biss in seinen Toast, auf den er sich einen Fingerdick Butter und Brombeermarmelade gepackt hatte. Ja, das sollten wir tun, sagte ich. Und dann saßen wir nebeneinander und schauten, kauten schweigend und manchmal schmusend unser erstes Essen an diesem Tag. Danach saßen wir da und blickten über den Platz. Direkt gegenüber der Terrasse war in einem Haus ein Fenster geöffnet und auf dem Fensterbrett stand eine rote Blume in einem Topf. Sie hatte buschige Blätter und drei große, runde, satte Blumenköpfe, die so rot waren wie Mohnblumen in einem Feld. Schau, dort drüben, sagten wir im gleichen Augenblick und lachten. Du wirst es nicht glauben, sagte ich, aber diese Blumen stehen dort, seit ich denken kann. Immer dieselben? Fragte er und ich boxte ihn für diese Frechheit in die Seite. Nein, Dummkopf, jedes Jahr neue, aber immer die gleiche Sorte und immer an der gleichen Stelle und immer um diese Jahreszeit. Immer am 20. August. Ganz bestimmt immer am 20. August, sagte ich und fragte mich, warum er dieses Datum immer wieder so sehr betonte. Da scheinen Menschen zu leben, die die Kontinuität zu schätzen wissen, sagte er und sah mich an. Und du? Fragte ich. Was ich? Schätzt du auch die Kontinuität? Er lächelte und sagte nichts. Kann man es blöder anstellen? Frag ihn doch gleich, ob er dich heiraten will. Heiraten, ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen und pünktlich die Raten für den Bausparvertrag zurückzahlen. Den mit der 25-jährigen Laufzeit. Prima, wunderbar. Stell dich nur blöd. Andererseits, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht so schnell und offen und spontan sagen, was du denkst, Linda? Warum dasselbe Spiel der abgesicherten Distanziertheit spielen, über das du vor einer Stunde noch geschimpft hast? Warum so tun, als wolltest du nicht, dass er hier bleibt und da bleibt und jeden Morgen Butter auf deinen Toast streicht und jede Nacht?
Bleib bei mir für immer und ewig, sagte ich und schickte kein ironisches Lachen hinterher, das zeigen sollte, dass ich erwachsen war und autonom. Für immer und ewig? Ja, für immer und ewig. Ein Teil von immer und ewig habe ich auf meiner Suche schon hinter mir. Das ist keine Antwort. Gut, ich werde bei dir sein. Ich werde immer bei dir sein, auf immer und ewig. Ja. Ja, die Frage ist nur, was du damit anfängst, wenn es soweit ist. Was ist wann soweit? Es ist meine Natur, es dir zu sagen, wenn es soweit sein kann. Deine Aufgabe ist zu entscheiden, ob du wirklich für immer und ewig mit mir sein möchtest. Würdest du in alle Ewigkeit deinen Kopf in der Nacht an meine Schulter legen und mich im Traum umarmen, sodass uns nichts geschehen kann? Wenn du es wirklich willst, dann ja. Gut. Aber eines musst du wissen. Du glaubst zwar, dass die Entscheidung bei mir liegt, in Wirklichkeit aber liegt sie bei dir. Herrlich, herrlich. Vom Winde verweht war nichts dagegen. Er sprach diese Worte mit so viel Wärme und Zärtlichkeit und doch auch mit so viel Kraft und heiterem Duft, dass ich auf der Stelle nach Florenz geflogen wäre, um dort zu heiraten, wenn er mich gefragt hätte. Ich wollte ihm Zeit lassen, weil mehr als er jetzt gesagt hatte, konnte man eigentlich gar nicht sagen am ersten Morgen beim ersten gemeinsamen Frühstück, nicht? Und Heiratsanträge sind wirklich Männersache, denke ich, bei aller Offenheit. Aber das ist ein Punkt, über den ich nicht diskutieren möchte. Auch wenn es nur ein altmodisches Spiel ist, auf das ich selbstverständlich mit Nein antworten würde. Fragen muss doch immer noch das männliche Wesen, oder? Ob ich wirklich mit Nein antworten würde, wenn er mich jetzt... Verdammt. Alles war möglich in diesem seltsamen Zustand ohne Zeit und Raum, in dem wir uns befanden und der vom Mond aus sicher als dunkelrot fluoreszierende Kugel um zwei Erdenbürger wahrgenommen werden konnte. Willst du mit mir spazieren gehen? Fragte er. Und ich übte schon einmal für die wichtigen Fragen und sagte leise und mit scheu aufblickenden Augen: Ja. Zeig mir, wo du gerne hingehst, wenn du nichts zu tun hast. Und hielt mich schon wieder mit beiden Armen umschlungen. Folge mir, Geliebter, flüsterte ich in sein Ohr, und dann wanderte ich mit ihm zu einer der fantastischsten Errungenschaften der Stadt, in der ich lebe. Es ist eine große Stadt mit diesem breiten Fluss in der Mitte, und auf der einen Seite dieses langsam fließenden Flusses liegt der alte Teil. Der Teil, in dem schon die Römer gewürfelt hatten, wie man erst unlängst bei Ausgrabungen festgestellt hatte. Und dieser alte Teil meiner Stadt liegt an einer hohen, senkrecht abfallenden Felswand. In früheren Jahrhunderten war das natürlich ein Schutz wie eine gemauerte Burg. Und deswegen haben die Menschen in früheren Jahrhunderten auch angefangen, hier zu würfeln. Am Fuße dieser ungefähr 100 Meter hohen Felswand war eine Liftstation. Für einen Lift, wie man ihn normalerweise nur in Hotels erwartet, die mindestens 8 Stockwerke hoch sind. Und dieser Lift führte im Felsen hoch zur Kuppe des Berges. Und dort waren wir nach 2 Minuten Fahrt auch schon angekommen, als hätten wir das schon immer so nach dem Frühstück gemacht. Das gefällt mir, sagte er und beugte sich mit mir weit über das Geländer, das da oben verhinderte, dass es ununterbrochen Touristen auf die Stadt regnete. Wir standen nebeneinander, Körper an Körper, und blickten auf die Häuser und suchten das Hotel, in dem wir... Dort drüben, rief er und zeigte über den Fluss auf das große Haus auf der anderen Seite, an dem so viele Fahnen wie möglich Weltoffenheit signalisierten. Da ist es. Ja. Warte. Nein, doch. Da drüben links, siehst du? Das ist unser Fenster. Es steht sogar offen. Wahrscheinlich hat schon ein Mädchen mit schwarzem Kleid und weißem Schürzchen die Betten frisch überzogen. Du meinst, das Zimmer wartet auf uns, sagte ich. Und sah tatsächlich, wie die Fensterbalken leicht im Winde zu uns herüberwinkten. Natürlich, lachte er. Aber wir haben ja Zeit, nicht? Ja, sagte ich. Für immer und ewig. Das war's für heute. Bis bald.